Willkommen zurück zu The Evil Within. Der Horror geht weiter, werte Freunde. Und zwar direkt hier. Auf eurer Couch. Auf eurem Stuhl. In eurem Bett. Im Bus, weil ihr gerade auf dem Handy guckt. Ich habe keine Ahnung, wie ihr guckt. Das wäre doch mal eine interessante Umfrage. Wo genau seid ihr gerade? Das wäre vielleicht langweilig. Die meisten würden dann eh sagen, auf dem Stuhl, ne? Auf dem Schreibtisch. Also am Schreibtisch. Aber vielleicht gibt es auch ein paar extravagante. Naja, egal. Wir haben was Wichtigeres jetzt zu tun. Wir sind in Kapitel 5. Innere Tiefen. Wir haben gelevelt ein bisschen. Wir haben viel geblubbelt im letzten Part. Das soll sich heute ändern. Deswegen fange ich mal an zu laufen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Diese Szeneriewechsel hier. Und warum heult hier jemand? Das könnte jetzt total. Das könnte jetzt auch da sein, wo wir beim Speichern immer sind, da in unserer anderen Welt hier. Hier habe ich jemanden gehört. Aber sehen tue ich niemand. Das Heulen hat auch aufgehört. Kommt jetzt wieder so eine Stimmungsnummer. Oh, da hinten steht jemand. Ist nur die Frage, was es ist. Wollen wir uns das nochmal genauer betrachten, oder? Das könnte aber auch ein NPC sein. Ein NPC steht aber ein bisschen komisch da. Na, ich darf jetzt hier nicht rumblödeln. Es kann sein, dass durch die Türen was geschossen kommt. Ich muss hier mehr aufpassen. Okay, den Leuten geht's hier alle nicht so doll, ha? Huh? Und ich höre monströse Geräusche. Das ist eindeutig monströs. Aber ist der da hinten monströs? Ich denk's doch, aber er steht von hinten. Eigentlich kann ich mir den Bolzen sparen und ihn einfach abmurksen. Wenn ich darf. Oh, was ist denn hier passiert? Vielleicht hat er sich verwandelt. Sieht doch dann nicht mal so kacke aus, oder? Ich habe Angst vor dem Typ, dass der... Aber andererseits bin ich neugierig. Hier steht eine offen. Ich nehme die Einladung mal an. Ich höre hier eh gerade jemanden rumlatschen, oder? Oder bin ich das? Nee, nee, da ist jemand. Ich hoffe, der kommt da jetzt nicht rein. Boah! Ey! Okay. Das war wohl nix. Ich hab nix gesehen, ey. Ja, Mist, ich hätte jetzt. Jetzt hätte ich ihn anzünden sollen in dem Moment. Boah, wie ich nichts gesehen habe. Ich voll honk. Wie mache ich den jetzt? Kann ich nichts ausnutzen oder so? Das muss der Typ. Ui, das hast du aber schick gemacht. Das muss der Typ von vorne. Ich, ey! Es ist wieder so ein Unsichtbarer, ey. Jetzt kapiere ich das. Jetzt anzünden, komm. Ach komm, das ist gemein, dass das nicht geht. Geht ja gut los. Auch unsichtbar sind kacke. Okay, auf den Boden gucken, Pfützen beachten. Ich sehe nichts. Das ist so schwer zu erkennen. Ja. Hab dich. Das ist mir egal. Ja, verdammt. Okay, töte mich. Nee, ich nehme da jetzt auf. Das war einfach zu ineffektiv. Der darf mich gerne töten. Was machst denn du mit mir? Ja, ja. Tritt ruf. Ist okay. Ja. Hat man früher mit den Zombies gemacht. Warum sollen sie Zombies nicht auch mal beim Mensch machen? Irgendwie ist es gerecht. Ach komm, ich habe keinen Bock auf diese Unsichtbaren. Null Bock. Ja, dann macht's Sinn, ne? Ich gehe da in die Zelle, denk mir, oh, da ist keiner. Ja, klar, unsichtbar. Voll verarscht. Ach, jetzt bin ich wieder bei dir. Kann ich ja nochmal diesen Ladebalken ertragen. Ach. Na gut. Aber das könnte echt die gleiche Szenerie sein, ne? Die gleiche Institution, nur zu anderen Zeiten, Parallelen, was auch immer, Geisteszuständen wohl am ehesten noch. So. Oh, jetzt ist Schluss mit lustig hier. Innere Tiefen. Ich gebe euch gleich mal innere Tiefen, wo rein. So, mir ist egal, wer du bist, du stirbst jetzt. Ja, du bist krank. Ich hab's kapiert. Ich hab nicht umsonst das Ding so schön ausgebaut.
Ah, das ist jetzt aber blöd. Ich werde es schon hinkriegen, oder? Ist doof. Genau da, wo ich hingucken will, ist der Armbrust. Hätten sie doch besser rauszoomen können jetzt, ey. Ist total blöd. Na gut, ich denke, ich werde treffen. Hoffe, ich drücke mir die Daumen. Toll. Ja, Effizienz, die seinesgleichen sucht. Dafür mache ich Bolzen. Naja. Ja, und den Typ, ich... Naja, der wird eh rauskommen, wenn ich dran vorbeilaufe. Ich habe ja keine Chance, ne? Wenn ich reingehe, wird er mich wahrscheinlich... Oder ich ignoriere ihn und versuche erstmal... Ich höre ja die Schritte eigentlich. Ah ne, jetzt kommt der her, okay. Er kam her. Warst du doch der Unsichtbare, okay. Jetzt beobachte ich den mal, wenn er das wegschiebt, hier. Da ist er. Das geht so schnell. Scheiße. Ah, und dann... Wieder schnell, oder? Jetzt sehe ich ihn wieder nirgends. Ja, der macht dann so einen Bogen, deswegen trifft man ihn auf Anhieb nicht nochmal. Das heißt, er ist hier. Ne, ist er nicht, hä? Da ist er doch. Oh Mann. Dann noch auf den Kopf retten, ne? Oh shit, okay, ich hau mal ab hier. Oh Mann, ist das lästig. Kann ich hier die Barrikaden wieder stellen, damit ich ihn wieder... Naja, das kann man... Ah, damit, das sind geile Elemente eigentlich. Man muss... Oh shit, das bringt uns aber nicht so viel. Ha! Man muss die Location ausnutzen. Das haben wir ja das letzte Mal erst richtig bemerkt. Ne, da gehe ich jetzt nicht rein. Da war er. Ich hab's gemerkt. Wenn man die Location ausnutzt. So wie in der Blutbank da. Dann sind auch die kein Problem. Genau gucken. Verdammt. Jetzt habe ich mich vertan. Ich weiß nicht genau, wie er das jetzt gemacht hat. Aber egal. Wieder. Ach nee, nee, nee. Beruhig dich, beruhig dich. Jetzt hat er das aber so blöd umgeworfen. Nee, ich kann nicht mehr als... Also. Verdammt! Ist so eine Munikacke, sage ich euch. Ja, ich denke, das ist Übung, oder? Irgendwann kriegt man es besser raus. Da. Ja, genau. Bei der Pfütze bleiben. Immer hin und her bei der Pfütze. Das mache ich jetzt eher. Ach, ständig drücke ich erst. Egal. Genau, ich werde ihn jetzt immer hier hin und her schicken. Hier ist er. Aber er hält so viel aus, ey. Es ist doch krank. Shit, jetzt hat er mich. Ich bemühe mich so sehr. Und du willst nicht sterben. Ich kann ihn nicht mal anzünden. Das finde ich das Fiese. Wenn man ihn noch kurz sieht, dass man ihn da nicht anzünden kann. Habe ich noch Muni? Munition alle? Ja, toll. Ey! Jetzt ist er aber gerannt. Och, Mann. Ich bin so mies. Ich bin so mies. Oder sind das zwei? Nee, oder? Oh, lass mich mal überlegen, wie ich das mache. Ich bin gerade zu stolz, Medizin zu nehmen. Ist mir egal. Ich habe mir gerade gedacht, wisst ihr, steht er nochmal auf? Ne, ich glaube, Unsichtbare werden jetzt nicht noch aufstehen, oder? Ich kann schon looten. Ja, gut. Ja, er ist tot. Wenn man ihn looten, ich weiß nicht... Nee, ich glaube, der könnte nochmal aufstehen, wenn er wollte. Ich gehe das jetzt speichern aus einem guten Grund. Bevor ich mir eine Heilung einpfeife, mache ich die besser. Und wenn ich Glück habe, kriege ich eine kostenlose Heilung. Sie wurden erwartet. Ach ja? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, dann schickt mich mal eine schönere Welt. Ich weiß nicht, was ich von diesen Szeneriesprüngen halten soll, aber... Ja, ich finde das einfach toll, also auch wenn ich mir noch schwer tue, ich mag dieses Prinzip hier, dass man so sehr auf die Location achten muss, wenn man, so wie mit dem Pfützen und allem, ich finde das toll. Aber gut, hier wollte ich hin. Spritzenwirkung, genau, dass die mal ein bisschen besser wird. So. Jetzt kostet es schon sehr viel. Bin ich voll geheilt? Bitte, bitte, bitte.
Sieht gut aus, er rennt nämlich. Oder macht er das immer hier? Ich glaube, er ist voll geheilt. Nein, ist er nicht. Schade. Ich speichere trotzdem hier mal. Ich werde, ist auch so, ne, wenn ihr jetzt meint, oh Gott, rennt doch nicht mit so wenig Leben rum. Ich mache das gerne, natürlich, wenn es blind ist, absichtlich gerne so. Weil ich mir erstmal angucken möchte, was da überhaupt dann abgeht. Was als nächstes mich erwartet. Und dann kann ich mich immer noch heilen. Wenn ich dann meine, okay, da muss ich kämpfen, da brauche ich mehr Heilung. Oder wenn das einfach nur wieder so ein Wegrenn-Dingens ist, dann danach würde ich vielleicht geheilt werden wegen irgendwas. Dann würde ich mich nur ärgern, dass ich es benutzt habe. Deswegen. So. Chillig jetzt da durchlaufen kann man aber trotzdem nicht, weil ich weiß jetzt immer noch nicht, ob in der Zelle jetzt einer war oder nicht. Moment, da hinten steht jetzt aber keiner mehr, oder? Ich meine gerade, da steht doch noch ein... Nee. Das bilde ich mir... Nee, da steht keiner. Boah, ich krieg ja doch... So, jetzt gucken wir mal, ob hier einer ist. Ich werde ihn da gleich hören. Nee, das war wirklich der eine Typ, der hat mich halt bemerkt und kam dann reingeschlappt, ganz gemütlich. Leise war er ja nicht gerade. Aber das wäre es ja auch noch, wenn die sich anfangen würden anzuschleichen im Unsichtbaren. Ich würde mich so erschrecken, wenn das einfach so passieren würde. Da hätte ich mich auch verstecken können, fällt mir gerade auf. Egal. Kann man hier was lesen? Nee, alles viel zu klein und er guckt sich auch nichts an. Schade. So, Türen könnte man auch schöne Schreckeffekte einbauen, wenn man wollte. Oh, nächster Raum. Ach. Die Taste bitte. Der Zombie hinter der Matratze. Nein, ich schieße da jetzt nicht drauf. Ich gucke aber mal. Zerstöre die Matratze. Wow, bist du stark. Nee, dann lass es halt und hol die Grütze. Ich frage mich immer noch, was die Grütze ist. Zombie-Duschgel. Kleiner Insider. Für diejenigen, die Schlag den John gucken. Hier habe ich keine Muni mehr, ne? Hm, toll. Ich bin überhaupt nicht begeistert. So, die Toiletten. Oh nein. Das Blut vermehrt es sich am Boden. Warum muss hier überall Blut sein jedes Mal? Naja. Ich find's ein bisschen übertrieben. Aber gut, so ist es halt. Oh, ganz große. Gerne. So, jetzt stopp. Ich höre da was. Glaube ich. Aber es ist noch nicht hier. Okay. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich wollen, aber ja, wir werden es wohl müssen. Ich könnte eine Flasche mitnehmen. Bevor ich das mache... Check ich hier oben aber erstmal alles. Kein Duschgel für mich drin. Okay. Hier. Ja. Ach, da unten sieht es doch gemütlich aus. Ich meine, ein Fernseher, ein Brettspiel oder was das ist. Voll die Party. Ich hoffe, das tut ihm nicht weh, wenn er da jetzt runtergondelt. Er hat nicht gerade viel und... Mal, wo würde ich denn am leichtesten fallen? Ach, nirgends. Ich lass mich einfach fallen. Ja, du musst eh runter. Schön gemacht. Hallo, Ratti. Ja, ganz schön viele Ratten. Und überhaupt nicht ängstlich hier. Hallo, hier ist ein Mensch. Ah, ich dachte schon. So. Und wieder habe ich die falsche Taste gedrückt. Was haben wir hier? Was? Ey, ey, die Ratte hat... Moment, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss hier folgen. Und deshalb wird das nichts.
Da, das ist immer geil. Die Ratte hat eine Statue hier. So, den Schlüssel haben wir schon mal. Hallo, Creepy Baby. Hallo, Schrank. Ich sehe, du hast da was für mich. Oh. Haben wir noch zwei übrig. Ich benutze es so selten. Das Spiel erwartet wohl, ich sollte es öfters benutzen. Ich höre irgendwann mal drauf. Gut. Schlange. Manchmal benutze ich Wörter in... Ach nee, eine Flasche ist besser wie nichts, wollte ich sagen. Aber das ist gar keine, die ich rumwerfen kann. Das ist nur so eine Waffe, die anscheinend nicht zählt. Ja, das ist doch gemein. Ah, na gut. Das ist doch wirklich die Station, wo ich in meinen... Ja! Oder doch nicht? Was soll es sonst sein, ne? Ich komme da... Doch, ich komme durch. Ich wollte mich schon beschweren, dass mein Kopf zu breit ist. Kontrollpunkt. Yay, ich kann wieder Blödsinn machen. Hallo, Rollstuhl. Soll ich mich mal draufsetzen? Yeah, wir könnten auch die ganze Zeit mit uns rumschieben. Ganz cool. Ja, ich höre schon auf. Ein Aufzug. Ist da jemand drin? Nee. Da will ich hier noch gar nicht hin. Ich gucke erstmal, was da oben, da hinten offen ist. Da. Oh Gott, Krankenzimmer, nicht alles einsehbar. Das verspricht nach... Ich seh dich. Hau ab. Ah. Dann auch noch auf mich zurennen, so. Mistviech, ey. Warte mal, ich hau da mal erstmal ab. Kann der schleichen? Bleibt der jetzt da vorne stehen? Ich weiß ja nicht. Glaub ich schon, oder? Ich sehe da immer noch einen Schatten. Nee, das ist generell immer überall. Da. Ach, lad nach. Ich meine, da ist es. Der geht da nicht durch. Der bleibt ganz blöd da. Habe ich mir jetzt schön gemacht, oder? Ja, wenn man lange guckt, sieht man es irgendwann. Ich traue immer nicht... Könnte sein, dass er wieder so einen Bogen nach rechts macht und deswegen warten. Ja, aber anscheinend bleibt er die ganze Zeit hier. Kann ich das nicht irgendwie effektiver machen, ohne dass ich jetzt so ewig viel Muni verbrate? Aber nee, an der Stelle wohl eher nicht, ne? Das wäre jetzt übertrieben, aber ich könnte es nachstellen. Das ist erst recht übertrieben. Ach, jetzt habe ich mir wieder was eingepfiffen. Ah ja, man sieht schön, wie die Heilung besser wurde. Ja, ich mach halt mal was, ne? Ich muss ja... Oh nein! Das war vielleicht nicht so clever. Aber er kommt immer noch nicht durch, oder? Sag mal, ich meine, ich höre auch links was von mir, aber das kann nicht sein. Oh, ich kriege die Krise. Ich glaube, der kommt immer noch nicht durch. Ja, der ist immer noch da. Jetzt stirbt doch, ey. Danke. Denn jetzt wäre er durchgekommen, definitiv. Na, immerhin mal keinen Schaden kassiert. Das ist doch etwas. So, und die geben auch immer 1000. Das ist ordentlich. Da macht das Skillen Spaß. So. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um unsere Munition. Ich werde jetzt hier mal wieder herstellen. Das kostet ja echt nicht die Welt. So. Wie kann ich jetzt wieder wechseln? So, da haben wir schon genug und da haben wir auch schon genug. Okay. Gut. Ne, wartet mal, ich kann doch. Wir wechseln mal darüber. Da ist nicht jeder geladen. Ach, ich kann da gar nicht jeden ausrüsten, sehe ich gerade. Moment, das muss ich mal anpassen. Das gefällt mir nicht. Okay, also das Wechseln ist... Klar, aber... Ah, okay, ich muss es hier tun. So, jetzt habe ich den Nee, da hat das auch übernommen. Naja, okay. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann habe ich von allen etwas gemacht. Es ist mir noch nicht so ganz... Ah doch, er wechselt durch alle durch. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Gut. Ich habe erst gedacht, das sind nur zwei, aber er wechselt wirklich durch alle. Okay, gut.
Nein. Ich muss mir damit agieren. Und vor allem treffen. So. Ist hier noch jemand? Ich meine, das ist momentan unendlich Ammo für... Nee, nicht unendlich, aber da haben wir eine Reserve mit dem Herstellen. Deswegen sollte ich das primär benutzen. Eigentlich. Machen wir mal ein bisschen auf uns aufmerksam, ne? Ist das Blut oder Öl? Ich höre ein seltsames Geräusch. Na gut, wir schauen uns hier mal um. Eigentlich ist es unnötig, dass ich das mache. Man, die Items, die man nehmen kann, sieht man ja auch schon im Vorfeld blinken. Aber ich bin mir da nie so 100% sicher. Betten sind leer. Das ist mir ganz recht. Hier ist eine Tür. Ich weiß halt nicht, die oder jetzt diesen Aufzug oder was das war, wenn es überhaupt einer war. Muni! Oh oh. Scheiße, er ist wieder unsichtbar, ne? Ich hasse das. Aber ich hasse es und das ist hier echt blöd, kann ich... Shit. Ne, jetzt ist es auf die falsche Waffe. Ich kann jetzt mal rennen. Ich wollte wegrennen. Ach, ist doch eklig hier, das zu machen. Machen wir erstmal weg. Da wieder durch. Da wieder durch. So. Und hier jetzt abwarten. Wenn ich. Ah, nee, das kann ich vergessen mit der Waffe. Bei denen. Das kann ich so verhacken. Mann, ist das gemein. Ja, er ist schon da. Er ist schon da. Genau, ja, ist er. Ah, verdammt. Ich hätte gedacht, der ist noch links gehuscht. Kam mir so vor. Ist er doch, oder? Ja. Scheiße! Mann, meine Muni! Er lebt immer noch. Shit, ich habe nur noch einen Schuss. Ach nee, das ist... Boah. Ach so, nachladen, na toll. Ich bin so gearscht. Ich bin so gearscht. Ich bin so gearscht. Okay. Pfützen? Ist das ein... Nee? Und das? Ist das widerlich. So, aber wieder ein Tausender bekommen. Like it. So, jetzt probiere ich mal, ob das überhaupt aufgeht oder ob ich da... Ich glaube, da brauche ich eine Keycard oder so. Verschlossen. Ja. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Ja, also müssen wir dahin. Wir müssen wahrscheinlich noch mindestens einen Gegner töten und wir haben keine Muni mehr. Ich hätte echt den Bogen benutzt, aber da hätte ich noch, wegen dem Bogen und so, hätte ich noch seltener getroffen, befürchte ich. Ich hoffe echt, da kommen auch mal wieder sichtbare Gegner. Oh Mann. Das kann ja noch lustig werden, Freunde. Das wird noch ein Spaß. So, ich war hier gerade beschäftigt eigentlich. Und hier. Okay. Da weiter. Hallo? Ist hier jemand? Der Fernseher läuft. Ich höre nichts hier. Aber das muss ja leider nichts heißen. Ich denke, der Fernseher will uns etwas mitteilen. Ich interessiere mich aber mehr für die Prospekte hier. Aber sieht auch nicht spannend aus. Beim Fernseher geht es bestimmt weiter. Nein, da ist eine Tür. Von der ich nicht kam. Na gut, gucken wir uns den Fernseher mal an. Warum bist du an, hä? Er macht gar nichts. Er sagt nichts, es interessiert ihn nicht. Hm. Okay. Na gut, dann lass mal ihn halt an. Hey, Baby, was geht ab? Aha. Crane.
County. Hier sind Pfützen, ne? Das sollte ich ausnutzen. Hier ganz große... Nee. Doch, das müsste man eigentlich dann bemerken. Hoffe ich. Okay. Ich höre doch schon wieder was. Mach mal das Licht aus. Ist das das Licht? Sind das Glasscheiben? Scherben? Dann werde ich meinen Gegner hören, wenn er da drauf trampelt oder wie er es zertrampelt. Ich fürchte leider, dass da jetzt gleich noch einer kommen wird. Dieses Geräusch, das klingt fast wie ein Tier, aber... Ist niemand, oder? Doch, ich sehe einen. Nee, ich sehe keinen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir fast... Aber ich werde ja keinen... Ich werde wohl schlecht hier jemanden erdolchen können von hinten, wenn ich ihn nicht richtig sehe. Ey, der Schatten. Schaut euch mal den... Kann ich deren Schatten sehen? Oh Gott, das macht mich total... Sieht aus wie ein gefräßiges Maul. Der Schatten, ey, der macht mich gerade total fertig. Mal gucken, da ist doch was... Sicher. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach vor nichts Angst geratet. Mein Schatten war einfach nur ungünstig. Man kann den Schatten von Unsichtbaren nicht sehen. Was bilde ich mir hier ein, ey? Aber ich glaube nicht, dass ich hier allein bin. Ich kann aber nichts ausmachen. Ach, shit drauf, ey. Ich brauche ewig für dieses Spiel. Schon allein, weil ich Schiss habe. Mann, da ist gar nichts. Da ist meine Krankenhaus-Schlüsselkarte. Yay! Oh Mann, ey, ich stelle mich an. Ja, sorry, aber... Die Angst sitzt mir echt im Nacken hier. Unsichtbare Feinde. Gar nicht schön. Aber wunderbares Stilmittel, muss ich schon sagen, also... Wenn ich eben diese Geräusche höre, ich hätte echt gedacht, da schnorchelt einer vor sich halt hin. Aber das ist nur Angstmacherei. Das ist schön, das gefällt mir. Gut, aber ich... Kann ich den kaputt hauen? Nee. Finde ich manchmal so schade, dass es einfach nicht geht. Scheiße. Say. Oh, ich hab ihn getroffen. Wie geil ist das denn? Ich verbrenne den. Ich verbrenne den. Shit, zu spät. Und er ist schon wieder auf 180. Ah, verdammt, ey. Jetzt wieder das Glück haben. Da. Shit, das war nix. Das war gar nichts. Das fliegt ja. Ah, verdammt, ey. Mal hoch. Jetzt bin ich wieder total... Warum geht das eigentlich? Ah doch, das geht. Haha, das geht auch zu Unsichtbare. Wie gut. Wie gut. Das gefällt mir. Das funktioniert auch mit Unsichtbaren. Das ist... Ah, die Armbrust, ich sag's euch. Das wird unser absolutes Lieblingsspielzeug. Wie effektiv war das denn bitte? Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so gut klappt. Ich brauche wieder von diesem Bewegungsmelder. Der ist perfekt gegen die Unsichtbare. Ich habe das Wundermittel gefunden. Oh, wie geil! Ja. Ich bin glücklich. Ne, komm, wir gehen jetzt erst noch zur Dingens. Ich hoffe doch, dass jetzt nicht noch einer kommt. Wie cool einfach die Tür aufging. Ah. Das Spiel macht einiges richtig. Da kann man sagen, was man will. Nun gut. Wir machen nun das Richtige, indem wir diesen Part beenden. Das nächste Mal werden wir nochmal ein paar Bolzen machen, vor allem diese Bewegungsmelder-Bolzen. Denn die werden Gold wert sein da unten. Leider habe ich das erst bemerkt, wenn meine Muni aus, also meine andere Pistolenmuni und so leer ist. Aber hey, aus Fehlern lernt man und wir wachsen mit dem Spiel irgendwann, irgendwie. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Evil Within.